Moin! Heute haben wir den 13.04. Das ist mein Geburtstag. Und wie auch schon vor 6 Jahren sind wir wieder in Hawaii, wieder in Honolulu und feiern hier meinen Geburtstag. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, damals waren wir in einem anderen Stadtteil, Kapolei. Aber ist ja egal, auf jeden Fall hier auf Oahu. Und auch für heute haben wir geplant, abends essen zu gehen, und zwar wieder im Hard Rock Café. Das fand ich damals ganz cool. Da hab mir gedacht, ganz unkompliziert, einfach mal da reservieren und gut ist. Ansonsten wurde ich heute Morgen schon von einem Happy Birthday von allen begrüßt und geweckt und eine kleine Überraschung bekommen. Und das ist auch alles okay. Ich habe hier eigentlich gar nicht viel erwartet, weil die Reise an sich ist ja auch schon gleichzeitig ein großes Geschenk. Und nichtsdestotrotz fand ich es halt cool, wie auch der Große sich gefreut hat, Happy Birthday zu singen und zusammen mit Vivi was vorbereitet hatte. Ansonsten haben wir dann einfach mal noch entspannt den Vormittag ein bisschen in der Unterkunft verbracht, dass der Große auch da mal spielen kann mit seinen paar Spielsachen, die er hat. Das macht er ja auch trotzdem gerne. Und wie es halt sonst auch immer so ist, ist in Waikiki-Richtung meistens Sonne und in die Richtung, Richtung Berge, halt eher Regen und Wolken. So haben wir uns dann halt, ich glaube um 11 Uhr rum entschieden, dass wir dann nochmal Strandsachen packen und Richtung Strand gehen, also Waikiki. Waren dann nochmal in der Lagune, Hilton Lagune ist eigentlich der Ort, wo wir uns fast nur aufhalten dann. Und haben da auch bis eben gerade verweilt, bis ich glaube 14.30 Uhr. Jetzt sind wir nochmal zurück zur Unterkunft, haben uns nochmal umgezogen, frisch gemacht und latschen jetzt quasi Richtung Shoppingbereich, könnte man fast sagen, den beliebten Viertel von Waikiki. Und wollen noch mal hier rechts schauen, ob wir noch mal ein, zwei Souvenirs für Leute finden, denen wir gerne was mitbringen wollen aus Hawaii. Und werden danach, ja, wie gesagt, einfach noch ein bisschen durch die Gegend schlendern, bis wir dann nachher, glaube 17 Uhr rum halt zum Essen unterwegs sind. Genau, so viel erstmal zu dem Vormittag. Vivi ist schon mal mit den Kindern vor. Sie ja ein bisschen organisieren, was die ganzen Sachen angeht, nicht, dass man, wenn man oben ist, der Große gar nicht mehr los will oder sonst was, versucht man sich halt so ein bisschen einen Ablauf einzuetablieren. Hat auch geklappt. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich von den letzten Tagen irgendwas vergessen habe, was da noch so passiert ist. Muss ich nochmal nachschauen, was da schon alles aufgenommen wurde. Und ansonsten würde ich sagen, berichte mich noch nachträglich davon. Okay, so viel von mir. Von uns, und ich würde sagen, wir hören uns. Bis dann. Thank you.
Aloha und Moin. Ja, ich hole mal ein bisschen was nach von dem, was wir bisher so erlebt haben. Und zwar hatte ich ja an dem Morgen von meinem Geburtstag schon berichtet. Und da waren wir auch, wie ich das angekündigt hatte, entsprechend unterwegs. Und waren dann nochmal am Strand. Sind zum Nachmittag hin dann nochmal kurz zur Unterkunft. Dann nochmal nach Waikiki, haben dann nochmal einen Farmers Market entdeckt, wo lang geschlendert sind und die Kinder nochmal austoben lassen. Abends ging es dann zum Hard Rock Café. Dort haben wir auf jeden Fall auch super lecker gegessen. Hat alles wunderbar geklappt. Und ich habe auch zum Nachtisch eine Geburtstagsüberraschung aufs Haus bekommen. Hatte Vivi wohl noch was arrangiert. Genau, und dann war auch gar nicht mehr viel. Von der Zeit her war das dann passend für die entsprechende Bettgehzeit. Und das haben wir dann auch gar nichts groß noch weiter gemacht, sondern halt einfach ganz normal durchführen lassen. Apropos, da hinten ist Vivi. Bin da gerade auf dem Weg hier hinterher. Genau, aber dazu gleich mehr. Erstmal dann noch zum nächsten Tag. Dann war ja der Freitag. Ich hatte ja einen Donnerstag Geburtstag. Und am Freitag hatten wir unsere zweite Chance zum Whale-Watching. Nachdem wir am Mittwoch keine Wale gesehen hatten, sondern nur Delfine, hatte man die Chance auf eine weitere Fahrt. Und das war dann an dem Freitag. Dazu sei auch schon direkt vermerkt gewesen, dass es wohl die letzte Fahrt der Saison ist, weil man wohl sonst auch keine Wale mehr sieht. Wir hatten einen anderen Captain dabei und bis auf einen Mitarbeiter eine andere Crew. Sind dann erstmal rausgeschippert. Wir mussten diesmal halt alleine hin, wir wurden nicht abgeholt. Haben aber einfach ganz normal einen Bus genommen für $3 pro Erwachsenen, kinderfrei. War auch nur irgendwie eine Viertelstunde Fahrt, dann waren wir auch da, also auch kein Problem. Und dann sind wir erstmal rausgeschippert. Dann fühlte sich das an wie so ein bisschen Kaffeefahrt auf Wasser. Sind Richtung Diamond Head gefahren. Da gab es erstmal auch nichts groß zu sehen. Auch keine Delfine, keine Schildkröten, kein gar nichts. Und dann gab es die Anmerkung von dem einen, dass er doch jetzt einfach mal noch ins Buschelhorn blasen soll, um ein paar Wale anzulocken. Hat er dann auch gemacht. Und just direkt danach ist in der Ferne quasi Wasser hochgeschossen gekommen. Das heißt, entweder hat das direkt geklappt oder das war halt einfach nur Zufall. Auf jeden Fall haben wir das direkt gesehen, mit dem Schiff die Richtung geändert, sind dann hingefahren. Schon auf dem Weg dorthin hat man immer wieder den Buckel vom Wal gesehen, der da rauskam. Und halt das Wasser, was er halt aus seinem Atemloch da rausschießt. Und als er näher dran war, haben wir tatsächlich entdeckt, dass es dann nicht nur ein Wal ist, sondern auch noch ein Babywal dazu. Also Mama war ein Babywal. Haben wir dann erklärt bekommen, dass die Babywale so von der Größe her, wie die das eingeschätzt haben, wohl erst ein paar Tage alt ist und dann ja noch gar nicht so lange unter Wasser tauchen können. Und deswegen war das halt unser Glück, dass wir an diesem letzten Tag die noch gesehen haben, weil sie halt aufgrund des Babys halt so oft halt noch immer an die Luft müssen. Und das war natürlich für uns ganz cool. Wein sagte zu hinterher, dass er das nicht so toll fand. Aber als wir den Wal gesehen hatten, war er eigentlich auch schon recht begeistert davon. Vielleicht war das allgemein nicht so für ihn oder die Vorstellung halt noch nicht so da. Ich meine, der Wal war auch wirklich viel unter Wasser. Wir haben jetzt eher mehr nur den Buckel gesehen und ab und zu halt die Flosse hinten, die dann halt mal kurz aus dem Wasser rausragte. Aber da ist jetzt kein Wal in die Luft gesprungen, was natürlich, glaube ich, deutlich cooler gewesen wäre. Yep. Genau, und dann ging die Fahrt auch wieder zurück. Wir haben da extra uns lange aufgehalten. Ansonsten gab es aber auch nichts mehr, was ja auch okay ist, weil das war ja der Hauptgrund, weshalb man da raus ist. Wir sind dann wieder zurückgefahren, sind dann von dort aus zu Fuß nochmal bei einem Laden vorbeigegangen und dann Richtung Ala Moana Center, wo ich jetzt auch gerade hingehe. Wir wollen jetzt gerade gleich nämlich nochmal einkaufen. Und sind dann von dort aus auch dann zur Unterkunft geschlendert. Und ich glaube, wir waren dann sogar nochmal am Strand. Ganz genau weiß ich das jetzt aber nicht. Das war dann halt der Freitag. Ah ja, genau, wir sind dann nochmal rein nach Waikiki und wollten uns dann eigentlich nochmal eine Show angucken. Aber als wir da ankamen, war das vorbei. Ja, jetzt, ja, die Erinnerung kommt wieder. Es war erst gestern gewesen, aber es gibt hier immer so viel. Und das war dann schon vorbei, die Show. Da haben wir den Großen dann nochmal ein bisschen toben lassen. Und dann sind wir dann abends nochmal zurück hier zur Hilton-Lagune. Weil freitags ja immer das Feuerwerk ist. Und nachdem ich beim ersten Mal, wo wir bei dem Feuerwerk waren, gesehen hatte, dass da einer mit seiner Drohne fliegt und ich ja schon recherchiert habe, dass der Drohnenfliegen hier in Hawaii tatsächlich
nicht wirklich verboten ist, außer in den Nationalparks und natürlich bestimmten militärischen Bereichen und Sperrzonen. Und ich mich ja auch registriert habe und lizenzierter Drohnenpilot bin, auch für die USA. Habe ich mir natürlich gedacht, das muss ich auch mal machen. Also haben wir uns noch die Drohne geschnappt und dann wieder zu dem Feuerwerk hin. Vivi hatte sich mit den Kindern an den Strand gesetzt, am Sand. Der Große hat da fleißig gespielt. Die Lütte war bei Vivi auf dem Schoß, war alles gut. Und ich bin ein bisschen abseits zu einem Parkplatz und bin dann dort von dort aus gestartet. Und habe euch wahrscheinlich jetzt, bevor ich das jetzt hier erzähle, ein Video schon zusammengeschnitten, das Feuerwerk gezeigt. Ich fand das ganz cool, ich bin deutlich weiter weggeflogen. Es waren irgendwie noch 6 andere Drohnen in der Luft. Die waren deutlich eher gestartet, die waren schon irgendwie 20 Minuten lang in der Luft. Ich habe erst gewartet, bis wirklich das Feuerwerk anfängt, bevor ich die Drohne halt starte und hochgehe in die Luft. Nicht, dass der Akku nachher den Geist aufgibt. Und so war ich dann entsprechend vielleicht erst, habe die ersten 2 Knaller verpasst. Aber dann vielleicht einfach länger in der Luft. Und noch einiges vom Feuerwerk dann aufgenommen. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Es ist ja hier ein bisschen windiger manchmal. Je nach Kurve. Ah, Vivi ist da vorne schon über die Straße. Ich hole ein bisschen auf. Genau, und dann haben wir das Feuerwerk aufgenommen, sind danach natürlich zurück zur Unterkunft, war Bettgehzeit. Der Große konnte noch kurz ein bisschen was spielen, während die Kleine schon ins Bett ging. Und er ist dann auch gestern in 5 Minuten eingeschlafen, also das ging echt ruckzuck. War also auch ein langer Tag für ihn. Dafür ist er heute Morgen schon um 6 Uhr aufgewacht und macht jetzt tatsächlich gerade mal ein kurzes Päuschen, hat die Augen zugemacht. Ist aber auch okay, wir lassen ihn jetzt irgendwie eine halbe Stunde schlafen. Und dann wollen wir nochmal wieder an den Strand. Kann er da noch ein bisschen spielen. Dann muss man halt ein bisschen flexibel sein, das anpassen. Ansonsten haben wir ja heute nicht viel gemacht. Wir waren heute Vormittag dann nochmal beim Aquarium hier in Honolulu. Das ist heute freier Eintritt. Da kann man so ein bisschen was über einheimische Fische lernen und auch über das Ökosystem hier in Hawaii. Der Große konnte da ein paar Stempel sammeln, ein paar Sticker und sonstige Sachen. Und die Polizei war auch vor Ort und er konnte sich dann Polizeiausweis machen lassen. Das war schon ganz cool. Also nicht so wirklich Polizeiausweis, aber so ein Ausweis, den First Responder dann quasi beim Auffinden von Kindern oder sowas dann halt sich angucken können, wo alle wichtigen Infos draufstehen. Und jetzt sind wir wieder zurückgelatscht, weil wir, wie gesagt, nochmal an den Strand wollten und vorher einkaufen. Jetzt gehen wir gerade einkaufen. Ich habe ein paar Sachen zur Unterkunft gebracht, damit wir mehr Platz haben. Und nach dem Einkaufen wollen wir nochmal an den Strand, bevor das dann abends, bevor wir uns abends in der Unterkunft was zu essen machen. Genau, so viel erstmal von uns, von einem Update. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier über die Straße und wir hören uns dann in den nächsten Tagen. Ciao!